Hey, hallo, beste Grüße aus Berlin. Willkommen im dritten Teil vom Poetry Slam Training. Ich bin wie immer Bas und wir werden heute die Show in den Fokus nehmen. Erinnert ihr euch noch an die Pizza mit den Zutaten, die man für einen Poetry Slam Text braucht? Idee, Text und Show? Wir haben schon viele Tricks kennengelernt. Heute geht es darum, wie man seinen Text an das Publikum bringt. Ja, was ist wichtig bei der Show? Zuerst würde ich sagen, der Blickkontakt. Wenn ihr Kontakt zum Publikum aufbauen wollt, müsst ihr das Publikum anschauen. Selbst wenn die Scheine verblenden und ihr gar nichts seht, weil ihr so geblendet seid, tut einfach so, als würdet ihr ins Publikum gucken. Man muss eigentlich versuchen, eigentlich jeden und jede im Publikum mindestens einmal genau in die Augen zu schauen. Das zweite ist, ihr könnt Publikum-Interaktion mit in den Text einbauen. Wir hatten im zweiten Teil schon den Text auf den Takt, den man gemeinsam chorisch sprechen kann. Ihr könnt euch vom Publikum auch einen Beat geben lassen, auf den ihr dann eure Texte macht oder Reimwörter zurufen lassen. Stellt euch vor, das Publikum ruft die Zahlen von 1 bis 10. Einzigartig ist dieser Tag. Ich sehe Zweige von Rosen und Tulpen. Alle schauen fröhlich drein und feiern in den Tag rein. Wie soll man denn beim Pfirsichkuchen und Mantelgebäck? Nur vernünftig bleiben, die Tafel ist gedeckt mit Snacks am Buffet. Man lässt es sich gut gehen. Sie benötigen nichts weiter, als sich hinzugehen. 8, 9, 10. So könnt ihr mit dem Publikum zusammen interaktiv Texte gestalten. Ein anderes Mittel sind die Handbewegungen, die Gesten. Nutzt sie am besten auch im Zusammenhang mit mehrdeutigen Wörtern. Hier kommt zum Beispiel ein Rätsel. Über allen Dingen, da siehst du, was ich nicht sehe. Es steht da drüber und beginnt mit G. Was könnte es sein? Geld? Gott? Google? Giraffe? Oder kommt vielleicht ein ganz anderes Lösungswort bei einer anderen Handbewegung raus? Über allen Dingen, da siehst du, was ich nicht sehe. Es beginnt mit G. Also, man soll gehen. Wir können auch die Betonung einsetzen, um die Bedeutung zu verändern. Zum Beispiel, Sie müssen den Baum umfahren oder Sie müssen den Baum umfahren. Genauso mit den Wörtern lautlos lachen oder lautlos lachen. Nur die Betonung macht den Unterschied in der Bedeutung. Es gibt noch eine weitere wunderbare Möglichkeit, die man auf der Bühne nutzen sollte. Ihr könnt auch eine Rolle spielen. Ihr müsst nicht ihr selber sein. Ihr könnt sagen, was ein Dummkopf sagt. Ihr könnt sagen, was irgendein Politiker sagt oder ein Popstar. Ihr könnt einfach eine Rolle spielen und euch in diese andere Person versetzen. Zum Beispiel das hier. Eine Freundin von mir meinte neulich dies. Sie sagte, It is not which way you go, it's the way you go it though. Schätze liegen jede Menge ungefunden rum, schlummern im Untergrund, verborgen im Hintergrund. So können wir auf der Bühne eine Rolle spielen und den Text erweitern. Wir haben auch die Möglichkeit, unsere Stimme einzusetzen. Wir können unseren Text auch flüstern. Oder wir nuscheln unseren Text einfach so, dass man ihn kaum versteht. Oder wir sprechen unseren Text total gelangweilt. All diese Möglichkeiten haben wir auf der Bühne. Und das Letzte, was ich als Tipp mitgeben will, denkt doch an den Aufgang auf die Bühne und den Abgang. Wenn ihr auf die Bühne kommt, nehmt schon mal Blickkontakt mit dem Publikum auf, wartet einen Moment, bis ihr die Aufmerksamkeit habt und dann kommt der Text. Und nach der Performance nehmt den Applaus entgegen, denn ihr habt ihn verdient und das Publikum möchte, dass ihr ihn empfangt. Jetzt müssen wir nur all diese Bausteine, die wir haben, den Text, die Idee, die Show, all diese Tipps zu einem großen Patchwork zusammenbringen. Denn es bringt nichts, wenn man eine gute Idee hat, ein fantastisches Stück geschrieben hat und dann die Show nichts wird. Und man hat auf der Bühne die Chance, einen brillanten Text noch richtig in den Keller zu reißen. Deswegen tut euch den Gefallen, probt den Text wie ein Schauspieler vorm Auftritt und dann kann auch nichts passieren,
Aber ihr müsst auch die technischen Sachen auf der Bühne beachten. Steht ihr im Licht? Oder ist der Sound gut? Kann man euch gut verstehen? All diese Sachen spielen eine wichtige Rolle auf der Bühne. Beim Poetry Slam ist das Mikrofon richtig eingestellt. Wenn es zu niedrig ist, kann es passieren, dass man plötzlich so auf der Bühne steht. All diese Dinge spielen eine Rolle für den erfolgreichen Auftritt beim Poetry Slam. Ich würde sagen, denkt nochmal an all die Zutaten, die wir hier besprochen haben. Die Kleinigkeiten, die neuen Blickwinkel, die Reime, die Listen. Guckt, was euch am meisten gefällt, was eurem Stil am meisten entspricht. Und jetzt geht es darum, dass du deine Idee ans Publikum bringst. Zieh dein Ding durch, sag, was du sagen willst, denn das kannst nur du. Ich wünsche dabei viel Erfolg und das war's von mir. Vielleicht sieht man sich auf irgendeiner Poetry Slam Bühne demnächst wieder. Euer Bas Böttcher.